Toru Anzai hat beim Reaktorunglück von Fukushima sein Haus und sein Land an die Strahlung verloren. Jetzt läuft die Dekontaminierung der Geisterstätte auf Hochtouren. Die Bewohner sollen möglichst bald in die Region zurückkehren. Toru Anzai aber zögert. Wie wird er sich entscheiden? Jedes Mal, wenn ich nach Hitate komme, bin ich verzweifelt. Dort bin ich aufgewachsen, habe mit meinen Geschwistern Zeit im Wald verbracht. Wir haben bei unseren Wanderungen in die Berge verschiedene Sachen zum Essen gesucht. Also wenn ich da hingehe, dann erinnere ich mich an meine Kindheit und was damals war. Die sanfte Hügellandschaft um Fukushima galt einmal als eine der schönsten Regionen Japans. Jetzt stehen hier schwarze Plastiksäcke mit kontaminierter Erde, soweit das Auge reicht. Obwohl Toru Anzais Heimatort Itate rund 40 Kilometer vom Reaktor entfernt liegt, ist dort besonders viel Radioaktivität niedergegangen. Kurz nach dem Supergau wurde er deshalb umgesiedelt. Am Rande des Dorfes liegt sein Haus. Zumindest tagsüber darf er es jetzt wieder betreten. Inzwischen hat Toru Anzai sein Haus komplett ausgeräumt. Das Gebäude verfällt langsam. Das ist die Küche. Hier gibt es jetzt einige Löcher im Boden und das hier ist das Bad. Das Bad, alles liegt zerstreut herum. Das ist mein Großvater als junger Mann. Er war ein buddhistischer Priester. Und das ist meine Oma. Das ist meine Mutter und mein Vater. Und das habe ich aufbewahrt, seine Lehrschriften. Aber die kann ich gar nicht lesen. Sie sind verstrahlt, aber wegschmeißen geht auch nicht. Ich habe von den Einkünften als Bauer gelebt. Außerdem habe ich noch in den Bergen als Baggerfahrer gearbeitet. Mein Feierabendvergnügen war es nicht, zu rauchen oder Alkohol zu trinken, auch nicht das Glücksspiel. Wenn ich nach Hause kam, bin ich in die Badewanne. Und dann habe ich liegend ferngesehen. Und Eis habe ich gegessen. Gerade im Liegen ist Eis total lecker. Rund 2 Hektar Land besitzt er. Bis zur Atomkatastrophe hat er hier Gemüse und Reis angebaut. Der alte Bus steht schon ewig hier. Jetzt sind die Säcke dazugekommen. Mit allem, was er einmal besaß. Hier ist das Geschirr. Und da der Futon. Was da drin steckt, ist nicht so deutlich, aber wenn man tastet, merkt man, was das ist. Heute erwartet Anzai Greenpeace zu Messungen der aktuellen radioaktiven Strahlung. Die Umweltorganisation ist seit dem Reaktorunglück aktiv in der Region. Weil außerhalb der 20-Meilen-Zone gelegen, wurde das Dorf Itate überhaupt nur auf Druck der Umweltschützer evakuiert. Jetzt beraten die Atomexperten die Menschen, die zurückkehren sollen. Das vom Dach vielleicht auch.
Offiziell ist Toru Anseis Haus schon dekontaminiert. In einem Radius von 20 Metern um das Haus wurde 5 cm Erde abgetragen und neue aufgebracht. Ob das wirklich gegen die Strahlung geholfen hat? Das sind immer noch 2,5 bis 3 Mikrosievert pro Stunde. Das war doch hier alles gesäubert hier, die ganze Erde. Fast 10-mal höher als der von der Regierung als unbedenklich eingestufte Grenzwert liegt der Wert direkt hinter seinem Haus. Der Grund, erklären ihm die Atomexperten, sei der Wald um das Grundstück. Den kann man nicht dekontaminieren und der Regen spült die Radioaktivität aus den Wäldern immer wieder zurück zu seinem Haus. So stark wie die Strahlung hier ist, kann niemand sie zwingen, hierher zurückzugehen. Das ist einfach unmöglich. Toru Anseis Befürchtungen haben sich bestätigt. Nicht weit von Itate beginnt die rote Zone, die eigentliche Sperrzone. An manchen Orten ist es immer noch verboten, ohne Genehmigung aus dem Auto auszusteigen. Aber die Regierung tut alles, um die Region möglichst schnell zu dekontaminieren. Über 100.000 ehemalige Bewohner sollen, so wie Toru Anzai, möglichst bald in die Region zurückgesiedelt werden. Das spart der Regierung und den Atomkraftbetreibern Entschädigungen in Milliardenhöhe. In Fukushimas Stadt gibt es ein staatliches Infocenter, eingerichtet vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie. Nicht die Strahlung macht krank, sondern die Angst vor ihr, heißt es dort. Toru Anzai ist hier, um sich beraten zu lassen. Bei mir ist die Strahlung zurückgekommen. 2 bis 3 Mikrosievert pro Stunde. Das ist so viel wie vor der Dekontaminierung. Das kann ich so nicht recht glauben. Wo ist denn das? Ist es ein schönes Haus? Ja, es ist ein Landhaus in den Bergen. Der Chef vom Infocenter versucht, Toru Anzai zu beruhigen. Hier, was da direkt an der Oberfläche austritt, ist schon total hoch. Bis 5, ja, über 6 Mikrosievert. Aber sobald man zurücktritt, also nur ein Stückchen weggeht, geht die Strahlung schnell wieder zurück. Wenig überzeugt fährt er nach Hause. Anzai hat eine Entschädigung für seine zerstörte Farm bekommen. Noch bezieht er eine monatliche Unterstützung. In Date, rund 30 Kilometer nördlich von Itate, hat die Regierung ihm ein kleines Haus zur Verfügung gestellt. In der temporären Siedlung leben vor allem ehemalige Nachbarn aus Itate. Also am Anfang habe ich gedacht, das ist jetzt also mein neues Zuhause. Es ist sehr eng, aber wenn man hier bleiben könnte, möchte ich hier weiter wohnen. Aber ich muss raus, es ist nur ein Provisorium. Die Regierung plant, die temporären Häuser abzureißen und die Unterstützung zu streichen, sobald die Dekontaminierung abgeschlossen ist. Aber Toru Anzai ist sich inzwischen fast sicher. Er wird nicht nach Itate in sein immer noch verstrahltes Haus zurückkehren. Am liebsten würde er irgendwo anders ganz neu anfangen. Aber er hat nicht genügend Geld.
Ein Wald und Ackerland, wo man zur Ruhe kommen kann. An der Küste gibt es solche Häuser zu kaufen, wo man eine gute Aussicht hat und zum Beispiel Gemüse anpflanzen kann, spazieren gehen oder Reis anbauen. Dann das bisschen Gemüse als Taschengeld verkaufen. Toru Anzai besucht das Familiengrab in Itate. Der kleine buddhistische Friedhof ist nur ein paar hundert Meter von seinem alten Haus entfernt. Meine kleine Schwester, mein Bruder, Vater, Großvater, Großmutter liegen hier. Ich werde manchmal hierher kommen, um sie zu besuchen und das Grab zu säubern. Es tut mir so leid für sie, denn ich wurde evakuiert zu einem sicheren Ort und sie muss ich hier zurücklassen. Toru Anzais neues Leben liegt irgendwo hinter diesen Hügeln. Sein Herz bleibt in Itate.